Ja, Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde Plants vs. Zombies. Heute mal wieder mit so einer super, mega, super, sondergeheimen Sonderfolge, denn wir werden heute nur Erbsenkanonen spielen. Bedeutet, wenn ich sterben sollte, muss ich eine andere Erbsenkanone wählen. Das Ganze natürlich streng nach Reihenfolge. So, wir legen los mit der Standardvariante. Bahnen uns unseren Weg, reiner Selbstmord hier nach vorne zu gehen. Aber die Bohne muss raus. Wenn es drückt, muss es eben raus und direkt hier alles weggeholt. Das würde ich eine Bohne nennen. Okay, wir ziehen uns zurück. Wow, 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 ich bin beinahe tot. Direkt hier am Anfang Wechsel. Aber egal, die Bohne hat gesessen. Mit der habe ich einiges gerissen. Na, wir werden wiederbelebt, aber nee, Feuererbsen-Variante. Erbsenkanonen sind ja allgemein eh alle gut. Ich glaube, da gibt es wirklich keine schlechte Variante von. Okay, die Zombies kommen irgendwie nicht so richtig in die Gänge. Noch war hier niemand wirklich im Garten drin. Jetzt gerade einer. Wow, Tackling. Okay, wir brauchen hier eine Bohne. Ich bin schon wieder gestorben. Wahnsinn, Mehrfachraketen. Okay, wieder hier direkt den Wechsel. Wir kennen die Regeln. Wir kennen sie eben. An den Regeln kann man leider nichts machen. Eisvariante auch sehr cool. Spiele ich auch unheimlich gerne. Was habe ich denn eben gerade getroffen, aber keinen Assist bekommen? Alles klar, ich muss da hinten rein. Wir müssen da hinten so ein bisschen die Gegend säubern. Nochmal so eine Killerbohne da hinten hin. Na, wen sehe ich denn hier? Wow, drei Zombies, vier Zombies. Komm schon, Bohne! Was? Niemanden weggeholt? Die Bohne war genau im Zentrum und ich habe wirklich niemanden weggeholt. Und der hier hat mich noch mit 0% geholt. Das ist ja ein großartiger Start. Eine Bohne habe ich hinbekommen und dann irgendwie werde ich nur noch niedergemäht. Wir sehen hier schon direkt am Anfang alle Erbsen-Varianten. Auch irgendwie cool. Boah, Tackling macht eben scheiße viel Schaden. Aber beide weggeholt. Einen mit der Bohne. Einen in der Luft habe ich weitergefeuert. Ist er noch am Leben? Ne, der wurde erledigt. Also sie nehmen uns hier ziemlich hart ran. Aber einnehmen können sie nicht. Vier Kills. Nicht unbedingt die Welt. Werden wir auf jeden Fall noch erhöhen. Sehr stark erhöhen. Bam, bam, bam. Die Giftvariante auch extrem gut. Alles klar, rennen wir mal rein. YOLO. Wow, was war denn das hier schon wieder für eine Combo? Ultra Tackling. Der wird gefeiert, aber eingenommen wird nicht. Kommandoerbse. Das ist eigentlich die einzige Erbsenkanone, die ich nicht so gerne spiele. Ich weiß nicht, irgendwie spielt sie sich halt nicht wie eine Erbsenkanone und ich finde sie nicht so extrem gut. Man kann sie schon spielen, man kann schon mit ihr was reißen, ist jetzt aber nicht unbedingt mein Liebling. Ich gehe hier schon wieder drauf. 4 HP. Hey, wir haben hier wirklich beim ersten Garten schon alle Varianten gesehen. Auch irgendwie cool. Na, nochmal eine Bohne rausdrücken. Wow, und noch eine Rakete. Alles für die Verteidigung. Alles für die Verteidigung. Erbsenagent. Na, jetzt langsam kommen sie dem Garten näher. Aber wenn sie hier schon so Probleme haben, will ich gar nicht wissen, wie die nächsten Gärten sind. Denn hier haben sie ja relativ viel Zeit. Immer wieder dieser Flächenschaden hier. Alles klar, den hätten wir. Verteidigerbonus. Nice. Wow, 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 wow. Der kleine Zombie will mich naschen. Ja, hier den Agenten, den spiele ich sehr gerne. Der ist richtig gut. Besonders Headshots machen ja extrem viel Schaden bei dem. Ah, komm, den holen wir uns. Alles klar, Freunde, ich bin dran. 0-0 Bonus dran. Wäre eigentlich mein Kill gewesen. Alles gegeben für diesen Kill. Bam, 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 bam. Zack, hier. Zwei auf einmal. Headshots ohne Ende. So kennt man den Agenten.
Boah, wir haben ja nur Erbsenkanonen. Also die Zombies haben es wirklich hart, hier reinzukommen. Respekt, dass sie sich hier gerade so viel Mühe geben. Von wo kommen die? Von hier oben? Rennt hier oben noch jemand rum? Nee. Na komm, einen holen wir uns noch. Den Elektromann hier drüben. Wieder hier voll an der Front. Boah, jetzt sind sie drin. Wenn sie einmal drin sind, sind sie richtig drin. 6 Zombies überrennen uns hier. Gesetzeserbse, auch ewig nicht mehr gespielt. Na, ich denke, die Nummer hier kriegen sie hin, oder? Ich weiß nicht, jetzt sind wir wieder ziemlich stark unterwegs. Wow, 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 die Drohne über uns. Kann ich die wegholen? Alles klar, die haben wir. Drohne aus dem Weg geräumt. Zweier Serie. Wow, ich bin beinahe tot. Komm schon. Oh, natürlich, das haben sie noch hinbekommen. Nein. Der hat mich zerlegt. Mit dem Luftgewehr hier. 10 Kills. Platz 2 eingenommen bei den Zombies. Ah, Mist, jetzt habe ich vergessen zu wechseln. Na gut, noch eine Runde hier mit der Gesetzeserbse. Ich glaube, wir wären dann schon wieder bei der Standardvariante. Nee, der Bärenwerfer, stimmt. Erbsenkanonen haben ja einen mehr. Der Bärenwerfer fehlt noch. Alles klar, schauen wir mal, wo ist der Teleport hier drüben auf der Seite? Denn hier rennen ja einige rum. Könnte sein. Nee, der Teleport ist auf der anderen Seite mal wieder. So, gern geschehen. Der ist aber auch wirklich richtig cool hier. Hat auch eine gute Reichweite. Okay, der wird gefressen. Gehe ich sehr stark davon aus. Naja, so übel sind die Zombies eigentlich gar nicht. Sie können sich auf jeden Fall sehen lassen. Gibt Schlechteres. Heilung wäre irgendwie super. Wow, wow, wow. Wo denn, wo denn, wo denn? Hier vorne. Oh, oh, oh. Vorlage bekommen. Jetzt rennen sie schon wieder rein. Sie holen sich gute Zombs. Boah, neben mir die Minen. Irgendwo da oben ist schon wieder eine Drohne. Zomboss ist auch da oben unterwegs. Mit seinem Luftschiff. Angeschossen. Aber noch am Leben. Die Bohne geht raus. Man weiß ja nie. Nice. Weggeholt. Alles klar, der wird gefressen. Sehr gut. Noch haben wir die Lage hier unter Kontrolle. Der Wechsel kommt. Der Bärenwerfer. Alles klar, jetzt haben wir alle gesehen. Beim zweiten Garten haben wir sie alle gesehen. Und in der Luft habe ich hier noch die Drohne weggeholt. Traumhafter Schuss. Ah, Megafon. Bringt aber null. Ich komme nicht rein, ich komme nicht rein. Oh nein, eine Wiederbelebung, eine Wiederbelebung. Komm schon. Boah, hat er den noch durchbekommen. Alles klar, ich bin erledigt. Warum treffe ich denn nicht? Warum treffe ich denn nicht? Der fliegt aber wunderschön hier durch die Luft. Jetzt sind wir wieder bei der Standardvariante. Erbsenkanone. Okay, hier oben hin. Ah, die Bohne fliegt. Die Bohne fliegt. Die Bohne hat nichts gerissen. Aber den habe ich noch weggeholt. Okay, sie kommen. Sie kommen! Seid ihr bereit? Boah, ich bin noch benommen hier. No way. Diesmal halten wir das Ding. Standardvariante for the win. Vorlage.
Die Pflanzen stehen hier an vorderster Front. Oh, jetzt werden es viele. Bisschen Heilung wäre ganz gut. Ah, mal hier hingehen. Hier ist eine gute Stelle. Oder auch nicht. Von der Seite wurden wir hier überrannt. Und da wären wir schon wieder bei der Feuererbse. Alles klar, die Zeit sieht eigentlich ziemlich gut aus. Ah, ich habe eine gute Idee. Und zwar, wir könnten mal hier nach oben gehen. Hier oben ist eigentlich auch immer ganz gut. Komm schon, der müsste doch tot sein. Also wirklich viel kann der nicht mehr haben. Bam, 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 bam. Alles klar, sauber hier, zack. Sehr gut verteidigt. Wo denn, wo denn, wo denn, wo denn? Oh shit, oh shit. Irgendwo da oben ist eine Drohne unterwegs. Die uns gerade so ein bisschen ausbombt. Ah, hier drüben. Allstar rennt auch noch rum. Ich weiß nicht, könnte hier Ende sein für die Zombies? Sie waren schon mal für Überraschungen gut. Aber jetzt gerade sieht es so aus, als würden wir dominieren. Die Pflanzen sind hier richtig extrem unterwegs. Ein paar Mal getroffen. Oh, 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 hier gehen wir nach unten. Ja, sie brauchen unbedingt den Teleport. Denn der Weg ist halt hier extrem weit. Der Weg ist hier wirklich extrem weit. Alles klar, hier mal eine Bohne rein. Sehr schön. Ziemlich viel weggeholt. Ziemlich viel Kleinkram mit dabei gewesen. Der eine hier war ganz kurz drin. Ein sehr, sehr mutiger Mann. Okay, jetzt bin ich tot. Delfinkanone voll in die Fresse bekommen. Eine Wiederbelebung. Nee, komm, wir wechseln. Ich weiß nicht. Eine Minute. Eine Minute zehn. Ob sie hier noch durchkommen, wäre schon verdammtes Glück. Alles klar, einen Kill haben wir noch geholt. Da oben die Schnapperarmee. Habt ihr das gesehen? Aber die Erbsenkanone holt sich den Kill. Der Kill geht an die Kanone. Vorlage. Immer schön hier auf die Füße ballern. Alles klar, den machen wir. Eingefroren, sehr gut. Wie eine Vorlage. Gibt's doch nicht. Da hinten lungern sie rum und stehlen mir die Kills. Ja, okay, ich würde sagen, hier ist Ende. Kriegen sie nicht hin. Boah, der hier ohne Kopf. Was ist denn los mit dir? Der Garten ist bei 0%. Kein Zombie drin. Nix wurde eingenommen. Nochmal hier eine Bohne rein. Klonk. Explodiert. Und wir haben gewonnen. Ja, Sieg für die Pflanzen. Ja, ja, die Erbsenkanonen, die sind wirklich zu gut. Sie sind wirklich ein bisschen zu gut. Ich weiß auch nicht. 22 Kills. Können ja mal hier rüberschauen. Vorlagenmeister, 18 Vorlagen. Auch ziemlich viel. So, holen wir uns noch Päckchen. Weil die Runde eben so ein bisschen kurz war, schauen wir mal rein, was wir hier noch bekommen. Mal 5. Mal 5? Ich wusste gar nicht, dass es mal 5 gibt. Ich kenne nur mal 3, mal 1, mal 10 und mal 7. Na, komm schon, Stern überspringen. Mal 10, yes, richtig Glück. Mal 2. Okay, es gibt wohl wirklich alle Varianten mittlerweile. Gut, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, danke für eure Bewertung und...
Tschüss!